Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Es gibt heute am heutigen Tage eine ganze Reihe von Hauptprotagonisten. Der größte Hauptprotagonist ist natürlich Paulus Potter, den wir uns als letztes ansehen werden, mit einer kleinen Führung von Herrn Lange. Dann gibt es weitere Protagonisten. Und in diesem Zusammenhang darf ich erstmal die Jubiliarin hier in unseren Reihen ganz herzlich willkommen heißen, Frau von Baumbach. Der Museumsverein wird ja 50 Jahre alt und war eben sofort dabei, als es darum ging, dieses Bild zu erwerben. Dann darf ich sehr herzlich begrüßen Frau Dr. Tasch, Dezernentin der Kulturstiftung der Länder, Herrn Dr. Hörnes, Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung. Sehr herzlich darf ich auch begrüßen Herrn Professor Dr. Jakob Friesen aus der Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden. Was hat das mit dem heutigen Tag zu tun? Ja, das ist ja noch relativ frisch und er war eben in Karlsruhe tätig und ist damit für uns natürlich ein ganz wichtiger Mann gewesen bei diesem Deal. Es geht um dieses Gemälde, das Gemälde, das ursprünglich in unseren Sammlungen war und in der Zeit der napoleonischen Verschiebungen aus der Sammlung kam. Damit war es dann im Laufe der Zeit legitim im Kunsthandel und wurde von einem Sammler erworben, der relativ spät angefangen hat zu sammeln, nämlich erst mit 65 Jahren, eine Sammlung aufgebaut hat, eine sehr hochkarätige Sammlung und dann etwas gemacht hat, von dem wir alle eigentlich nur träumen können in der Museumswelt. Er hat eine sehr, sehr herausragende Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe vermacht, hat aber gleichzeitig ja durchaus die gewünschte Auflage aufgelegt, ihr könnt aus dieser Sammlung vorher verkaufen, ihr müsst nicht alles annehmen, wenn es einfach nicht so gut in das Profil der Sammlung passt. Und mit den Mitteln, die ihr durch den Verkauf erzielt, könnt ihr euch etwas kaufen, was besser in eure Sammlung passt. Also es ist wirklich traumhaft. Es ist eben nicht, ich vermache euch die Sammlung, ihr müsst nur einen Anbau errichten auf eigene Kosten und die Gemälde zeigen, sondern es ist irrsinnig museal gedacht und damit wirklich ein ganz großartiger Gedanke. Und jetzt kommt Herr Jakob Friesen ins Spiel, der dann sich die Bilder angeguckt hat, die Unterlagen durchgegangen ist. Und was sieht er? Ja, dieses Bild ist ehemals Kasseler Besitz gewesen. Hat dann Herrn Lange informiert, Herr Lange hat mich informiert. und es ist ganz klar, ein solches Werk muss wieder zurück in die Sammlung. Das ist einfach eine Pflicht, die man hat. Jetzt kann man immer nur sagen, ja, die Pflicht ist das eine, das andere ist das Bezahlen. Da freut man sich, wenn man Freunde hat, und das sage ich jetzt wirklich mal betont am Anfang, das eine ist der Museumsverein, der sofort ja doch sehr großzügig etwas zugesagt hat. Das ist deshalb immer so wichtig, weil damit das bürgerschaftliche Engagement zum Ausdruck gebracht wird. Und dann haben wir doch zwei wichtige, langjährige, höchst angenehme Partner, nämlich die Kulturstiftung der Länder und die Ernst-von-Siemens-Stiftung, die dann weiterhin eingesprungen sind, damit wir dieses Gemälde für Kassel sichern können. So ganz kurz die Vorgeschichte dazu. Bei der Führung mit Herrn Lange werden wir vielleicht noch mehr Details erfahren. Ich darf aber jetzt erstmal das Wort übergeben an den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Warum? Au! Jetzt haben Sie, das war aber eine super geschickte Lösung. Der Generalsekretär der Ernst von Siemens Stiftung. Wie verhält sich eine Stiftung in einem solchen Fall? Und jetzt freuen wir uns auf Ernst von Siemens, ja. Herr Hans. Ja, meine Damen und Herren, man sieht in diesem Saal, jetzt war ich schon drei Projekte nicht mehr hier, den Offizier, Landgraf Karl haben wir zusammen mit Ihnen für das Haus angekauft,
Wir haben in Corona eine ganze Menge auf die Reihe gebracht. Leider schaffe ich es nicht zur geplanten Modeausstellung. Ich habe jetzt die Farben an der Wand gesehen. Das wird sicher wunderbar. Da haben wir mit einem Projekt während der Corona-Förderung von der Ernst-von-Siemens-Kunst-Stiftung Wissenschaftler, Restauratoren finanziert, die zusätzliche Arbeiten für die Museen auf den Weg bringen konnten und so eben nicht die Häuser verlassen haben, wie das zum Beispiel bei der Gastronomie der Fall war. Wenn die freiberuflichen Kräfte freigesetzt worden sind, nichts gearbeitet haben. Und bei Museumsrestauratoren und Wissenschaftlern ist das doppelt wichtig, weil die, wenn fehlen, dann fehlt auch das ganze Wissen. Einen Kellner können sie ersetzen, aber einen Restaurator, der frei für das Haus gearbeitet hat, ist sehr schwierig. Und eines von unseren ungefähr 250 Projekten war eben die Erschließung Modesammlung hier im Haus. Also das wird auch sicher spannend. Was ist heute? Heute kehrt die Idylle zurück nach Kassel, die Wassermühle von 1653. Und man fragt sich bei der Stiftung, also bei unserer wenigstens, ist das ein aktueller Museumsankauf? Ist diese Wassermühle ein Bild, was ein Museum heute erwerben soll? Gibt es Antworten auf die Fragen unserer Zeit, die verschiedenen Konflikte, auf Krieg? Kommentiert es den Klimawandel? Ist es gendergerecht? Die schöne Müllerin fehlt. Es ist nur ein Hirte und ein alter Bock zu sehen. Warum fördert eine private Stiftung ein unternehmensnahe private Stiftung so ein großartig gemaltes Gemälde? Das ist wahrscheinlich nicht, belehren Sie mich eines Besseren, auf die Titelseiten der Zeitungen oder der Kunstzeitungen schafft. Nicht einmal eine Kontroverse scheint sich anzubahnen, nur Idylle. Aber heute kehrt einfach ein Stück Geschichte zurück nach Kassel. Das war es, was im Endeffekt den Ausschlag für uns gegeben hat. Es ist ein Spätwerk von Potter, eines seiner letzten Werke. Er ist ganz jung gestorben, nur 28. Dann gibt es auch nicht so viele Werke. Wir haben schon gehört, es befand sich in einer Sammlung von Valerius Röwer, einer großartigen Sammlung, die Landgraf Wilhelm VIII. Erworben hat, um eben die Gemäldegalerie hier zu der Gemäldegalerie zu machen, die wir wirklich schätzen und die dadurch einen Riesensprung gemacht hat, also ein ganz wichtiges Bild. Und mit Ihnen, Frau Baumbach, haben wir vorher gesprochen, Sie haben gleich den Haken rangemacht, weil die Erwerbungen des Landgrafen zur Gründung praktisch seiner Gemäldegalerie, die wieder zurückzuführen, ist ein ganz wichtiger Punkt für Sie, hat uns dann auch überzeugt. Dann mit Jérôme Bonaparte nach Frankreich gegangen, verkauft geworden, wir haben gehört, die Erben haben nach einer ganz langen Kette der verschiedenen Besitzer dieses Bild erworben und dann Karlsruhe vermacht. Wenn Sie wirklich einem Museum was Gutes tun, eine Sammlung vermachen wollen, dann machen Sie es genauso. Das ist wirklich das Beste. Und wir sind als Stiftungen auch ganz oft mit Nachlässen, Sammlungen von Privaten für Museen beschäftigt. Und für einen Privatmann ist so eine Sammlung immer was ganz Tolles. Jedes Stück ist ein Auktionserfolg, was Besonderes. Aber im Vergleich mit einer ausgewachsenen Museumssammlung ist es dann schwierig, welches Museum hängt man ab, welches Bild hängt man ab im Museum, um die geerbte Sammlung dann auf Dauer zeigen zu können. Und hier zu sagen, wir vertrauen auf die Arbeit des Museums, nehmt euch die Bilder, die euch wirklich ergänzen, die gezeigt werden, müssen nicht immer gezeigt werden, aber die wirklich die Geschichte eures Museums ergänzen. Und die anderen verkauft, nützt sie und deshalb sind wir dann dazu gekommen, hier auch zu fördern. Erst war ich ein bisschen sperrig und habe gedacht, es geht doch nicht, dass ein Museum an ein anderes Museum verkauft, habe mich aber überzeugen lassen, denn Karlsruhe will ja
seine museale Arbeit auch erweitern. Und insofern finde ich es eine ganz gerechte und sinnvolle Lösung. Ich danke Ihnen auch, Herr Jakob Friesen, dafür, dass es wirklich auch ein fairer Ausgleich zwischen beiden ist, zwischen zwei Museen. Es ist eben kein Verkauf, wie er im Auktionshaus oder im Handel stattfindet, sondern ein fairer Preis, der die beiden Interessen berücksichtigt hat. Und insofern freuen wir uns, die Idylle ist eingekehrt, das Wasser plätschert und Kassel hat ein Bild, das wirklich Teil seiner Geschichte ist, wie es nicht schöner sein kann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dem Museumsverein. Das ist, wie Martin Eberle gesagt hat, wirklich immer der erste Aufschlag. Wir beide Stiftungen tun sich sehr, sehr leicht, wenn man das Engagement vor Ort sieht, wenn man sieht, hier wollen die Freunde des Museums was tun für ihre Sammlung, sind dabei, bekennen sich zur Geschichte, bekennen sich auch zur nicht aktuellen Malerei, sondern verstehen absolut, dass das ein Herzstück der Sammlung ist, das jetzt hier wieder zurückgekehrt ist. Ich danke dir, Stefanie, für die Einholung der Gutachten. Da sind wir immer fein raus und können auf die Expertise von Fachleuten und stützen und wissen, dass es ein Ankauf ist, der gerechtfertigt ist. Ich danke euch, lieber Martin, für die Arbeit von Team und aller Betreuung, die wir gehabt haben. Es war ein schöner Antrag. Alles ging relativ leicht durch. Idylle pur. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen, alten Bild. Ein strahlender Frühlingstag voller guter Nachrichten und idealer Kooperationen und wunderbarer Koinzidenzen. Dem kann ich mich natürlich nur in jeder Form anschließen und alle Beteiligten meinerseits nochmal herzlich begrüßen. Mir ist es natürlich auch eine große Freude, heute im Namen der Kulturstiftung der Länder zu Ihnen zu sprechen und die, sage ich mal, kulturpolitisch freudige Koinzidenz ist, dass der derzeitige Vorsitzende des Stiftungsrates der Kulturstiftung der Länder Ihr Ministerpräsident Boris Rhein ist, denn Hessen hat im Moment gerade den Stiftungsratsvorsitz, also auch das ein schönes Zusammentreffen. Wie alle hier Anwesenden natürlich wissen, entwickelt die Kulturstiftung der Länder, sie fördert und begleitet seit über 35 Jahren im Auftrag der 16 deutschen Länder Initiativen und Projekte in den Bereichen Kunst und Kultur, die für ganz Deutschland bedeutsam sind und im Verbund mehrerer Partner umgesetzt werden. Und wie glücklich das im Verein von staatlicher und privater Förderung nun schon mehrfach, ja, das kann man in diesem Raum ganz gut sehen, funktioniert, ist auch hier wieder zu bewundern. Zu den wichtigsten satzungsgemäßen Aufgaben der Kulturstiftung der Länder gehören die Erwerbung, der Erhalt, die Dokumentation sowie die Präsentation und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut nationalen Ranges. Und dazu, was macht einen solchen nationalen Rang aus, das kann man sich fragen, gehört zum Beispiel die Rückführung bedeutender Kunstwerke in ihren historischen Sammlungszusammenhang. Also genau das, was wir mit der Wassermühle heute feiern. In dem von Herrn Hörnes schon angesprochenen Antragsverfahren mit externer Begutachtung durch ausgewiesene Expertinnen wird dann anhand der Förderrichtlinien der Kulturstiftung der Länder nach der künstlerischen Qualität, nach der Authentizität, der Einzigartigkeit, der Provenienz, der anhaltenden Rezeption, kurz nach der gesamtstaatlichen Bedeutung eines Kunstwerks gefragt. Und man kann sagen, Paulus Potters Gemälde Die Wassermühle aus dem Jahr 1653 hat in jeder Weise überzeugt. So wird dann auch ersichtlich, warum die Kulturstiftung der Länder, genau wie unsere beiden geschätzten Förderpartner, sich beim Ankaufsvorhaben der Gemäldegalerie Alte Meister hier in Kassel gerne beteiligt hat. Die Qualität des Gemäldes und der historische Kontext sowie die Bedeutung für die Kasseler Sammlung sprechen für sich. Und Herr Dr. Lange wird das ja uns gleich nochmal ausführlicher erläutern. Ich möchte zwei Aspekte rausgreifen, die einen interessieren können an diesem Werk und an dieser Erwerbung.
Das eine ist die Provenienz, das andere ist die eben erwähnte anhaltende Rezeption. Paulus Potter war ja schon zu Lebzeiten sehr bekannt und erfolgreich, wenngleich dieses Leben, Martin Hörnes hat es gesagt, nicht sehr lange dauerte leider. Sein Werk blieb allerdings auch nach seinem frühen Tod populär und erfolgreich. Diese anhaltende Popularität und die große Wertschätzung, die speziell auch das Kasseler Gemälde erfuhr, spiegelt sich auf eindrucksvolle Weise in der Provenienz des Bildes. Und in dieser Provenienz kann man wirklich lesen wie in einem Buch. Und die Prüfung der Provenienzen, natürlich vor allen Dingen zwischen 1933 und 1945, gehört ja zu den ganz wichtigen Kriterien für Neuankäufe, selbst wenn es in jedem Sinne alte Bilder sind, und ist natürlich auch in diesem Fall passiert. In unserer Förderpraxis, und da kann ich vielleicht auch für dich, Martin, mitsprechen, gehört eine kontinuierlich dokumentierte Provenienz, beginnend im Atelier des Künstlers, bis in die Gegenwart zu den absoluten Ausnahmen. Und in diesem Fall wären die Eigentümer der Wassermühle tatsächlich eine eigene Ausstellung oder eine Publikation wert. Führen Sie uns doch von den Niederlanden und Kassel natürlich über Frankreich nach Großbritannien, wieder über die Niederlande nach Deutschland, nach Karlsruhe und jetzt eben zurück nach Kassel. Und damit an die wichtigsten europäischen Schauplätze von Rezeption und Bedeutung des Künstlers Potter. Zu diesen Eigentümern gehörten, ich zähle das einfach nur mal ein bisschen auf, ein Künstlerpoet, mehrere Kunsthändler, ein viktorianischer Geistlicher und diverse Mitglieder des englischen Zweigs der Familie Rothschild. Auf Jérôme Bonaparte, den König von Westfalen, und seinen ganz privaten napoleonischen Beutezug ist ja schon eingegangen worden. Und genau wie auf den Sammler Valerius Röver in Delft, der das Bild 1716 erwarb. Die zentrale Figur für Kassel ist allerdings eine Frau. Denn Herr Röver ist 1739 gestorben und es war dann seine Witwe Cornelia van der Dussen, die die Sammlung zusammengehalten hat und dann 1750 an den Landgrafen offenbar nach längeren Verhandlungen verkauft. Sie hat sehr klug disponiert mit dieser Sammlung. Und da sind wir nun. Die anhaltende Beliebtheit und enorme Strahlkraft, die der Maler Paulus Potter etwa im 19. Jahrhundert hatte, lässt sich besser nachvollziehen, wenn wir eine Zeitzeugin zu Wort kommen lassen. Die Autorin Léonie Daunet begleitete 1838 18-jährig als erste Frau eine wissenschaftliche Expedition nach Spitzbergen. Ihr Weg an den nördlichen Polarkreis führte unter anderem durch Holland. In ihrem 1854 erstmals erschienenen Reisebericht notiert sie, und ich zitiere, von Dordrecht nach Delft fährt man durch eine Landschaft wie bei Paulus Potter. Wiesen, soweit das Auge reicht, ab und zu von einem schmalen Kanal durchzogen. Und in Den Haag angekommen, eilt sie umgehend ins Museum. Vor Ort beschreibt sie genau zwei Gemälde. Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp und den Stier von Paulus Potter. Bis heute eines der beliebtesten Gemälde des heutigen Moritz Heuss, den sie, Zitat, das allerschönste Gemälde von Paulus Potter nennt. Sie kannte also offenbar noch ein paar mehr. Der Gemäldegalerie Alte Meister ist zu ihrem wiedergewonnenen allerschönsten Gemälde von Paulus Potter, ihrem eigenen allerschönsten, zu gratulieren. Die Förderung reiht sich ein in eine ganze Reihe von Förderungen der Kulturstiftung der Länder und der Siemens-Stiftung und des Museumsvereins in den letzten Jahren. Und ich bin begeistert, dass Ihre wunderbare Stehparty hier immer noch erhalten ist. Ja, unter anderem eben auch Herrschaften, bei denen wir die Freude hatten mitzufördern, sei es eben der Duc de Châtillon von Johann Heinrich Tischbein dem Älteren, das Bildnis des Landgrafen zu Pferde von de Quitter. Das sind nur zwei, die ja auch immer mit Ausstellungen, mit Publikationen, unter anderem auch in unserer Patrimonia-Reihe verbunden waren und die jeweils mit großer Präzision den Kasseler Bestand ergänzt und erweitert haben. Verbunden mit meiner Gratulation an das Haus ist natürlich stets der Dank an die Mitförderer, der Dank in diesem Fall nach ehemals Karlsruhe, Herr Jakob Friesen, für diesen wunderbaren Anruf, den Sie da getätigt haben, und allerdings auch sehr großer Dank an unsere Gutachtenden, ohne deren Expertise unsere Arbeit nicht möglich wäre. Und schließlich natürlich an Herrn Dr. Lange,
dessen Ausstellung wir gleich ja noch sehen werden. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, der Museumsverein ist zu meiner größten Freude von Ihnen sehr gewertschätzt worden. Unsere Arbeit, das tut uns natürlich gut und das gebe ich sehr gerne an die Mitglieder weiter, denn auch das gibt denen neuen Schwung und neue Kraft, für uns Mittel zur Verfügung zu stellen. Sehr geehrte Frau Dr. Tasch, sehr geehrter Herr Dr. Hörens, lieber Professor Eberle, lieber Herr Dr. Lange, im Namen des Museumsvereins gratuliere ich Hessen-Kassel Heritage zur Rückkehrung der Wassermühle von Paulus Potter in die Gemäldesammlung Alte Meister. Es ist großartig, dass durch eine weitsichtige Ausgestaltung eines Schenkungsvertrages die Rückkehr dieses Gemäldes in seinen historischen Sammlungszusammenhang möglich wurde. Seit 50 Jahren steht der Museumsverein an der Seite von Hessen-Kassel Heritage und erwartet jedes Jahr voller Spannung die Liste der aktuellen Projekte und der damit verbundenen Förderanträge. Sehr gerne kommen wir im Rahmen der Möglichkeiten eines bürgerschaftlichen Vereins diesen nach und unterstützen Restaurierungen, Ausstellungen, Ankäufe und vieles mehr. Aber dann gibt es die Objekte, die unser Herz höher schlagen lassen. Ein Objekt wie dieses, wie die Wassermühle von Paulus Potter. Der kunsthistorische und der besondere sammlungshistorische Wert des Gemäldes wären Grund genug gewesen für eine Förderzusage. Hinzu kommt aber bei diesem Gemälde seine so glücklich endende Geschichte und die Rückkehr in diese Sammlung. Es ist mehr als ein Ankauf, es ist für die Bürger der Stadt oder zumindest für die Kunstfreunde, die hier uns im Verein umgeben, schon auch eine emotionale Komponente dabei. Im Namen unseres Förderkreises danke ich der Ernst von Siemens Kulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder sehr herzlich, dass sie sich für dieses Projekt engagiert haben. Es erfüllt uns mit Freude, dass es dank unserer Mitglieder möglich war, einen Beitrag zu der Rückkehr dieses Gemäldes leisten zu können. Die Bewahrung der durch die Landgrafen begründeten hochkarätigen Sammlung ist uns ein besonderes Anliegen und wir freuen uns, dass mit der Wassermühle von Paulus Potter ein Stück hessische Kulturgeschichte für die Besucher wieder sichtbar wird. Vielen Dank. Ich würde hier ein paar Worte sagen und dann zum krönenden Abschluss können wir gerne natürlich in das Kabinett gehen. Aber ich dachte, dann haben Sie die Möglichkeit, noch ein bisschen zu sitzen. Das ist ja vielleicht ganz schön. Ich kriege schon Daumen hoch. So soll es sein. Ja, auch von mir natürlich herzliche Begrüßung und schließe mich dem Dank selbstverständlich an. Mitunter geschieht es, dass man sich am Rand einer Wiese wiederfindet, soeben das Fahrrad oder den Motor abgestellt hat und nun an einem Zaunpfahl lehnt, sich fragt, wie lange mag es her sein, dass ich mir Zeit genommen und die Kühe betrachtet habe? Zeit, die diesen Kühen dort zweifellos gebührt. Wie viele Wochen und Monate habe ich zu bewundern versäumt, mit welcher Eleganz sie ihre mächtigen Körper über die Wiese bewegen, mit welcher Gelassenheit sie den Elementen gegenübertreten. Nicht nur von den biologischen und anatomischen Fakten des Phänomens Kuh ist hier die Rede, staunenswert wie sie sind, denn wer außer ihr bewegte sich mit 4 Mägen durch die Welt, sondern von ihrer schieren, unwiderstehlichen Präsenz. Gibt es ein Geräusch, das dem gemütvollen, dumpfen, rupfen, saftigen Grases ähnelte? Wie huldvoll ihr Quastenschwanz aber hunderte von Fliegen vertreibt, ohne dass sie angesichts der Quälgeister je ihren Gleichmut verlöre. Wie edel die Form ihres Kopfes, wie gelenkig, geradezu artistisch ihre riesige Zunge, wie weich und glänzend Maul und Schnauze und so weiter und so fort. So Jan Wagner in seiner Erzählung Im Auge des Esels über uns und die anderen Tiere. Man könnte fast denken, das wäre auch eine Beschreibung für Paulus Potter, wenn man mal das Fahrrad und den Motor davon wegnimmt, weil Paulus Potter ist vielleicht doch der Kuhmaler des 17. Jahrhunderts. Wenn Philipp Wouwermann der Pferdemaler war, war Paulus Potter der Kuhmaler. Er hat allerdings auch Ziegen, Schafe, Pferde, sogar bisweilen mal Menschen gemalt. Aber berühmt wurde er doch für Kühe, Rinder, Ochsen, wie auch immer. Und das muss auch Landgraf Wilhelm VIII. Fasziniert haben. Er hat in seiner Sammeltätigkeit, die ja doch ein Schwerpunkt auf die Niederlande, aber nicht nur, wie man sehen kann, Tizian hat ihn eben auch begeistert,
10 Gemälde von Paulus Potter zusammengetragen. Zumindest sind 8 schon in seinem Inventar verzeichnet und 2 weitere im ersten Katalog. Also vielleicht waren die auch durch seinen Sohn Friedrich II., der ja erstmal in die Fußstapfen tritt und auch Altmeistersammler wird, bevor er sich emanzipiert, sag ich mal, und der Antike vorwiegend zuwendet. Also 10 Gemälde waren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Kassel. Das wären etwa 10% seines Schaffens. Kassel wäre damit neben dem Mauritshuis der Pilgerort für alle Potter-Freunde. Wie Sie alle wissen und wie ich Ihnen gleich auch darstellen werde, war die Geschichte etwas anders. Und ich stelle es nicht dar, betone ich ausdrücklich, aus Wehmut oder irgendwelchen Gelüsten nach Rache und Ähnlichem. Solche Dinge gab es im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Hat man immer wieder versucht, militärisch quasi Unrecht oder was man als Unrecht empfunden hat, wieder gut zu machen, in Anführungszeichen, sondern ich erzähle Ihnen das, um vielleicht etwas über die Bedeutung von Paulus Potter Ihnen näher bringen zu können. Mal sehen, ob es jetzt auch geht. Genau, die Potter-Sammlung im 18. Jahrhundert war doch, wie gesagt, stattlich. 10 Gemälde, von 2 haben wir leider keine Abbildung, sondern nur einen dürren Eintrag im Inventar. Und Sie können sich vorstellen, dass man mit dieser exorbitanten Beschreibung es schwer hat, die Werke irgendwann zu identifizieren, aber vielleicht gelingt es ja. Ja, Napoleon ist an vielem schuld, aber nicht an allem, denn schon ein Gemälde wurde 1803 im Tauschwege abgegeben an den bayerischen Kurfürsten. Der ließ eine untertänigste Anfrage an den Galerieinspektor in Kassel geben, indem er sagte, es wäre doch schön für die kurfürstliche Sammlung, die noch kein Werk Potters besäße, eines zu bekommen, weil in Kassel wären doch so viele und man würde auch ein anderes Gemälde im Tausch anbieten. Dieser Tausch wird vollzogen, die Bauernfamilie geht nach München und nach Kassel kommt Riberas Mater Dolorosa, was mich persönlich natürlich auch nicht gerade unglücklich gemacht hat, weil ich mich mit dem Künstler ja lange beschäftigt habe. Und ich immer, wenn ich Sehnsucht nach dem Potter-Gemälde in München habe, in die alte Pinakothek fahren kann, da hängt es noch heute. Die weiteren Verluste sind nicht ganz so schön, aber man muss auch damit leben. 1806 kommen die französischen Truppen, nehmen Kassel ein. Der Kurfürst hatte versucht, seine Lieblingsbilder, und darunter sind 2 Potter, das ist auch very telling, sage ich mal, zu verstecken. General Lagrange entdeckt dieses Versteck und nimmt die ganzen als Kriegsbeute mit nach Frankreich. Sie werden Kaiserin Josephine vermacht. Auf dem Weg dorthin verlieren schon ein paar Bilder, aber nicht die Potters. Das ist also 1806. 1807 kommt Vivant Denon und sucht sich Bilder aus für das Musée Napoléon oder die Dependancen. Jérôme, Sie haben es gehört, nimmt dann den Rest mit. Das heißt, 1813 ist 0 Potter hier vorhanden. Jetzt kommt der Turning Point. Zack, 1815 sind es dann schon wieder 3. Wir können also ein bisschen aufatmen. Die Kunstgeschichte, die kunstgeschichtliche Forschung setzt allerdings verstärkt ein und führt dazu, dass aus den 3 Pottern dann nur noch 2 Potter werden. Das große Gemälde, was auch immer wieder Eindruck gemacht hat und durchaus auch in Konkurrenz, glaube ich, zu Potters Stier entstanden ist im Mauritshuis, auch was die Größe angeht, ist etwa 3 Meter breit, wir sehen es gleich, wird eben mit guten Gründen seit dem späten 19. Jahrhundert Govert Kamphausen zugeschrieben und die Signatur, die dort drauf war, wurde als falsch entdeckt und abgenommen. Ja, also soweit vielleicht ein kurzer Durchmarsch durch diese doch sehr wechselhafte Geschichte, die Kassel immer wieder beschäftigt, das muss man sagen. Der napoleonische Kunstraub ist vielleicht gerade in Kassel etwas, was uns immer wieder beschäftigt, weil wir eben durch diese verschiedenen, sage ich mal, Entzüge, wenn man es positiv wendet, immer wieder auch in die Lage gesetzt werden, dass etwas im Privatbesitz auftaucht. Das, was in den staatlichen Sammlungen ist, von den 10 Gemälden sind eben 2 heute in St. Petersburg, eines ist in München, die beiden liegenden Schweine befinden sich in Houston. Das ist alles gut, da werden sie auch bleiben, es sei denn, irgendwann entscheiden sich die Sammlungen, es zu veräußern. Dann würden wir wieder bei Ihnen anrufen und sagen, wir hätten da vielleicht was, wer weiß es. Die Sammlung Röver, auch das wurde genannt,
Und damit auch nochmal mein persönlicher herzlicher Dank nach Dresden, weil die Sammlung Röber ist das, was die Sixtina für Dresden ist. Das ist vielleicht der große Ankauf, den Landgraf Wilhelm VIII. Tätigt. 64 Gemälde, 8 Gemälde von Rembrandt, sagen wir immer, aber wir müssen auch sagen, 2 Gemälde von Potter. Insofern ist das ein großer Erfolg gewesen. Und Frau Tasch, Sie haben natürlich recht, wir müssten eigentlich endlich daran gehen, diese Sammlung mindestens Röver van Dussen zu nennen, weil die Witwe doch 11 Jahre oder 12 Jahre diese Sammlung zusammengetragen hat. Aber die Kunstgeschichte tut sich bekanntlich schwer damit, aber wir arbeiten dran. Ja, was Röber schon interessiert hat, was auch für Wilhelm eine Rolle spielt, ist eben Potters wichtige Funktion, wichtige Rolle, die große Wertschätzung. Auch das habe ich oder wurde schon gesagt. Als Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, der Goethe-Tischbein, in die Niederlande reist und dann seine Lebenserinnerungen später niederlegt, ein kompliziertes, sehr kompliziertes Publikationsprojekt, das vielleicht irgendwann auch mal abgeschlossen sein wird. Es gibt verschiedene Fassungen, aber der hat sein ganzes Leben an seinen Lebenserinnerungen gearbeitet, kann man vielleicht so etwas verkürzt sagen. Auf jeden Fall beschreibt er dort ein ideales holländisches Kabinett, was dazu gehöre, ein Kopf von Rembrandt, einer von Liebend, Dau, die beiden Mieres und so weiter und Ochsen von Potter, die gehören unbedingt dazu. Und das wurde eben doch durchaus auch beherzigt von allen Sammlern und hat dazu geführt, dass Potter-Gemälde gerade im 18. Jahrhundert unglaubliche Preise erzielt haben, natürlich auch dazu geführt haben, dass es Kopien und Fälschungen gab. Umso wichtiger ist, dass man eben da auch die notwendige Expertise hatte. Herr Hörnes sagte, ja, was sagt uns das heute? Was ist das für rauschendes Wasser, diese Idylle? Ja, Potter ist vielleicht ein schönes Gegengewicht zur aktuellen Zeit, die ja doch sehr schnelllebig ist. Und deswegen habe ich auch mit dem Zitat von Jan Wagner angefangen, sich mal wieder darauf einzulassen, sich mit der Kuh zu beschäftigen oder dem Pferd oder dem Blumenkohl, was auch immer, ist ja etwas, was wir uns vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Und vielleicht ist diese Stille, die davon ausgeht, etwas, wir haben dieses Jahr auch Caspar David Friedrich, ja, was Caspar David Friedrich wiederum so eine große Popularität macht und das führt zu der Ironie, dass sich 300.000 Menschen in der Stille bei Caspar David Friedrich in Hamburg treffen. Voilà, ich weiß nicht, ob 300.000 Menschen zu Potter kommen, ich vermute eher nicht, aber genau dieser Back to the roots oder zur natürlichen, ja auch zu so einer Idylle, aber wenn man sich das Potter-Gemälde anschaut, hat es ja auch durchaus verstörende Elemente. Es ist ein Blick eines Menschen auf Tiere, ganz deutlich. Die haben durchaus auch was Menschliches immer wieder. Das schauen wir uns vielleicht gleich nochmal im Detail an. Und das macht vielleicht die Qualität von Potter besonders aus, dass er eben genau beobachtet, aber keine Fotografien liefert, sondern dann doch im Atelier zusammensetzt, Figurengruppen ja, zusammenlegt. Und beim Künstler, der mit 28 Jahren gestorben ist, von einer Entwicklung zu sprechen, ist schon immer ein bisschen schwierig, wenn man ehrlich ist. Und auch ein Spätwerk. Herr Potter wusste ja nicht, dass er gleich darauf sterben wird. Aber man kann vielleicht doch feststellen, wie sich von den frühen Gemälden, die noch mit einem sehr niedrigen Horizont arbeiten, wie sich das so etwas verändert, wie sich das verschiebt, wie die Landschaft tatsächlich auch einen größeren Stellenwert einnimmt, auch die Staffage. Und natürlich kann man über diese Wassermühle sich auch Gedanken machen. Und gerade wenn man den Stier von Paulus Potter ansieht, dann glaube ich, ist es nicht zu weit gegriffen, dass bei ihm auch immer so was allegorisch-politisches mitspielt, wo die Landwirtschaft, die Viehzucht für die Niederlande eben und auch die Wasserwege, dass die Lebensader sind. Insofern spricht das sicherlich auch für die Popularität. Genug der trockenen Rede, würde ich sagen. Vielleicht schauen wir uns das Kabinett an und dann kann man noch mal sich so ein bisschen genauer mit den Details beschäftigen. Vielen Dank. Durch den niedrigen Horizont wirken die Tiere ja monumental, fast ja, wie Statuen, haben aber doch auch immer was Menschliches, finde ich, wie sie einen so angucken. Paulus Potter hat Zeichnungen gemacht, ist wirklich eben in die Natur gegangen,
versucht, das auch möglichst realistisch zu erfassen. Aber dann werden diese Figuren eben komponiert, zusammengefügt. Wir haben auch gerne eben eigentlich sehr häufig dieser Blick von hinten auf den Allerwertesten der Kuh. Der ist ja jetzt nicht unbedingt im Sinne einer Ästhetik des 17., 18. Jahrhunderts besonders betonen, aber das soll eben diese Naturnähe zeigen, soll dieses Authentische rüberbringen, weil die Kühe stehen natürlich nicht immer in Reihe und Glied, sodass man sie schön malen kann, sondern die bewegen sich, wie wir gehört haben, von Jan Wagner eben auch majestätisch. Und das, ich finde, das trifft in gewisser Weise auf die Gemälde von Paulus Potter besonders gut zu.